Der Schnee ist zurück mit dem heutigen Update für ganze 4 Wochen. Ich freue mich. Und es ist eine neue Quest reingekommen in meiner Lieblingsdisziplin. Und die gucken wir uns jetzt heute an. Es geht um Springreiten, habe ich schon in den News gelesen. Und super coole Information zum Schnee. Es ist jetzt wohl so, hatten sie auch geschrieben, dass es wohl künftig generell so sein wird, dass der Winter länger sein wird. Und das freut mich einfach mega. Das ist, ich finde, einfach so eine mega coole Information. Trotzdem werde ich, glaube ich, jetzt für diese Quest wahrscheinlich den Schnee eher ausschalten, weil meine Maus weg ist. Da ist er wieder. Weil ich das mit dem Springreiten hier, glaube ich, ohne Schnee besser finde. Aber wir unterhalten uns erstmal mit Tai, der absoluter Springreit-Fan ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier für Parcours erwarten. Ich glaube, 2 Stück sind reingekommen. Gucken wir mal. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich heiße Tai und ich liebe das Springen. Mit einem Pferd meine ich. Ich renne nicht springend durch die Gegend. Das habe ich als Kind gemacht. Schreibt mir in den Chat rein, vor allen Dingen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr auch als Kind Dressurreiten oder Springreiten gespielt habt. Ich habe immer Springreiten gespielt. Also auf jeden Fall haut mal raus, wenn ihr das auch gemacht habt. Aber wem es gefällt, warum nicht? Spring los, wenn du magst. Ach, das war jetzt völlig daneben, oder? Können wir nochmal von vorn anfangen? Ja, können wir. Alles gut. Hallo Fremde. Hast du dir nicht schon immer eine Möglichkeit für etwas Springgymnastik gewünscht, ehe es an die richtigen Rennen geht? Tja, dann bist du am richtigen Ort gelandet oder bei der richtigen Person. Und damit meine ich mich. Also, ihn da. Seit ich wegen des Reitlagers nach Jorvik kam, habe ich von einem Ort geträumt, an dem ich epische Sprünge üben kann, ohne die Blamage gesehen zu werden, wenn ich dabei vom Pferd falle. Das passiert. Gute Reiter fallen vom Pferd, das ist so. Es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig auf Jorvik. Naja gut, wir sind ja auch schon ziemlich lange auf Jorvik, ne? Dann verstehst du ja, worum es mir geht. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Nein, Aydin. So, ja, dann hau mal raus. Jedenfalls habe ich 2 Springgymnastikübungen auf die Beine gestellt und es wäre mir eine Ehre, wenn du sie ausprobieren würdest. Ich find's cool, dass jetzt hier endlich mal der Reitplatz genutzt wird. Feier ich richtig. Willkommen zur ersten meiner Springgymnastikübungen. Egal, ob du Springanfängerin oder schon ein erfahrener Profi bist, diese Strecke umfasst alle Grundlagen, um dich und dein Pferd auf den Ernstfall vorzubereiten. Auf den Ernstfall? Wie sich das anhört. Aber oh, jetzt haben wir keinen Schnee mehr. So. Ach, guck hier sogar so ach nee, da hinten. komm, wir starten doch mal neu. Also so richtige Gymnastikreihen fände ich halt auch mal irgendwie cool. So in Outs oder so. Aber ich glaube, das lässt sich ein bisschen schwer machen. Ich glaube, das lässt sich schwer umsetzen. So, das, was ich jetzt hier mache, hat gerade mit Gymnastik nicht viel zu tun. Guck mal, das ist so ein richtig schöner, ja, doch, ich würde schon sagen, das ist schon A hier. Das ist kein E mehr, aber es ist auch noch kein L. Aber finde ich richtig cool. Ich finde das schön, dass wir auch mal niedrigere Parcours haben. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Aber da hinten hätte ich lang gemusst. Das fand ich auch schon sehr, sehr cool, als die Parcours in Moorland dazugekommen sind. Weil, ja, man selbst ein internationaler Springreiter wärmt sein S-Springpferd nicht mit S-Sprüngen auf. Und auch die reiten mal kleine Hindernisse und Gymnastik rein und nicht immer nur die großen, schweren Hindernisse. Und das ist auch wichtig. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass wir das jetzt A hier drin haben und B, dass dieser Reitplatz hier auch endlich mal, ja, so einen richtigen Verwendungszweck bekommt. Das hast du klasse gemacht. Wie machst du das nur? Du weißt schon, dass du nicht von Air Force runterfliegst. Ich muss wohl noch etwas üben. Hopp, 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 okay. Dann wollen wir mal noch einen drauflegen. Bist du bereit für meine 2. Springgymnastikübung? Gestaltet mit der Hilfe eines Profihüpfers. Damit meine ich meinen Frosch Quackosaurus. Oh Mann. Ja gut. Ah ja, hier. Jetzt haben wir hier einfache Steilsprünge. Einladend mit dem Kreuz drunter und hier
den Ochse. In welche Richtung geht es weiter? Linke Hand. Das ist halt echt, das sind aber wirklich so richtige Aufwärmübungen. So richtig locker flockig einfach so ein bisschen. Ach, nochmal darum. So locker flockig vor sich hin trainieren und mit Handwechseln und sowas. Finde ich richtig nice, dass sie sowas reingebracht haben. Weil mir persönlich gibt das auch wieder so ein bisschen Realismus. Gerade auch für diejenigen, die halt Roleplay-mäßig unterwegs sind. Finde ich echt richtig cool. Finde ich super. Gefällt mir was hier, was Star Sable hier zusammengebastelt hat. Doch, auf jeden Fall. So. Gucken wir mal. Wenn das hier die große Jorvik'sche Springreitmeisterschaft wäre, hättest du Gold geholt. Ist es aber nicht. Deswegen gibt es leider keinen Pokal. Aber warte, ich habe ein Zuckerstück für Air Force. Gutes Pferdchen. Okay, die bringen 150 Pferderfahrungspunkte und sie haben uns jetzt jeweils 20 Charaktererfahrungspunkte gegeben. Ja, und sie geben auch weiterhin 150 und sie geben 50 Ruf bei Silverglade Village. Alles klar, okay. Gut, ansonsten gibt es ja eigentlich gerade, glaube ich, nicht viel Neues. Wie gesagt, der Schnee ist wieder drin. Für weitere 4 Wochen, oder ja, sie haben geschrieben den Februar durch. Finde ich richtig, richtig cool. Freut mich extrem. Weil gerade bei uns in Deutschland ist ja auch, sind eigentlich Januar und Februar eher die Schneemonate. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Und ich finde es generell richtig cool, dass wir dann demnächst länger Schnee haben werden als die 5 Wochen, die das Winter-Event geht. Freut mich wirklich richtig extrem. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt und gerne auch, was ihr von diesem Update haltet. Ich bin damit für heute, was Star Stable angeht, erstmal wieder raus. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.